Verehrter Herr Kommissar Navracsics, verehrte Mitglieder des Ausschusses der Regionen, es ist mir eine außerordentliche Freude und auch eine große Ehre, in meiner Funktion als Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament an Ihrer heutigen Plenardebatte des Ausschusses der Regionen zum Thema Local and Regional Authorities as Key Drivers for Strengthening European Identity through Culture teilzunehmen. Kultur nimmt heute eine wachsende Bedeutung ein für die Europäische Union. Dies lässt sich nicht nur an dem Thema Ihrer heutigen Sitzung ablesen. Für diese Wertschätzung, die Kultur derzeit europäisch und auf politischer Ebene erfährt, steht insbesondere auch das Jahr des europäischen kulturellen Erbes, das wir in diesem Jahr feiern. Über diese so wichtige Initiative hinaus scheint es mir, dass zusehends der intrinsische Wert von Kultur und kulturellen Ausdrucksformen erkannt wird. Nicht nur als ein ökonomischer Faktor, der Kultur zweifellos auch ist, etwa wenn wir an die Kreativwirtschaft oder an den Tourismus denken, sondern auch und vor allem als etwas, was Menschen emotional zu berühren vermag, zu motivieren kann und an ein Gemeinwesen binden kann. Mit anderen Worten, Kultur als Nukleus der Gemeinschaft. Als illusorisch hat sich, glaube ich, die Hoffnung erwiesen, ein allein wirtschaftlich bestimmtes europäisches Projekt könne genug Bindungskräfte entfalten, um eine hinreichende und vor allem langfristige Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit Europa zu gewährleisten. Dies hat sich in aller Schärfe und Dramatik in den vergangenen Jahren der fast allgegenwärtigen Krise gezeigt. Es kommt nicht von ungefähr, dass genau in dem Moment, in dem die Wahrnehmung der EU als ein langfristiges wirtschaftliches Erfolgsprojekt Risse bekam, Populismus, Nationalismus und politischer Extremismus in ganz Europa enormen Auftrieb erhalten haben. Die damit einhergehenden Desintegrationstendenzen stellen das europäische Einigungswerk fundamental in Frage und müssen uns allen als Weckruf dienen. Wenn wir uns nun aber konkret fragen, welche integrative Rolle Kultur für die Schaffung einer wie auch immer gearteten europäischen Identität spielen mag, so stellt sich zunächst das Problem, dass man es mit zwei überaus komplexen Begriffen zu tun hat. Der Kulturbegriff wie auch der Identitätsbegriff entziehen sich gleichermaßen klaren Definitionen und sind durch Vagheit, Mannigfaltigkeit und Flexibilität weit mehr als durch Eindeutigkeit, Einheitlichkeit und Rigidität gekennzeichnet. Macht es dies auch herausfordernder, mit den Begriffen Kultur und Identität zu hantieren, zumal im Zusammenhang, dass so ist darin doch auch eine Chance zu erkennen. Soll nämlich so etwas wie ein verbindender europäischer Gemeinsinn entstehen, so kann dies, zumal angesichts der historisch gewachsenen Vielfalt, die unseren Kontinent ja zweifelsohne auszeichnet, weder mittels eines harmonisierten Kulturverständnisses noch mit dem Ziel einer einheitlichen Identität geschehen. Vielmehr gilt es, den Fokus eines solchen Unterfangs auf den Reichtum und die Diversität kultureller Erfahrungen und Ausdrucksformen zu richten, die gerade in ihrer Vielfalt letztlich Einheit stiften können, ganz in dem viel zitierten Motto der Europäischen Union. Ein solcher Zugang unterscheidet sich grundlegend von traditionellen Konzepten einer kulturell fundierten Identität, die in ihrer Betonung von gemeinsamer Geschichte, gemeinsamer Sprache oder gemeinsamen Traditionen als Grundlage politischer Gemeinwesen vor allem mit Blick auf die Nationalstaaten Anwendung gefunden haben. Zugleich bin ich aber der festen Überzeugung, dass das Ausblenden von Kultur in Diskursen um europäische Identität nicht zielführend ist. Eine allein politisch-institutionell fundierte Identität, wie sie zum Beispiel im Habermaschen Konzept des Verfassungspatriotismus angelegt ist, mit seiner Betonung von demokratischen Einrichtungen und Praktiken als Kristallisationspunkt einer europäischen Identität,
gleichsam zum Ausdruck kommt, scheint mir ohne eine ergänzende kulturelle Komponente schlichtweg nicht tragfähig zu sein. Dies gilt nicht zuletzt, da politische Identität weithin jene Begeisterungsfähigkeit und Emotionalität vermissen lässt, wie sie nur der Kultur zu eigen ist. Wenn wir Vielfalt nicht bloß als das Signum europäischen Seins bestimmen, sondern Vielfalt auch als Grundlage und Quelle und nicht als Hindernis eines europäischen Gemeinsinns erkennen, so folgen daraus unmittelbar auch die Hauptaufgaben, die sich für uns als Politiker stellt, nämlich Vielfalt zu fördern und zu bewahren. Ziel der Politik darf es also nicht sein, Kulturpolitik quasi top-down zu betreiben oder sich gar anzumaßen zu bestimmen, was denn als Kultur zu gelten hat. Vielmehr gilt es, die Freiheit der Kultur vehement und ohne Unterlass zu verteidigen, das Bequeme genauso wie das Unbequeme. Zugleich muss es aber auch Aufgabe der Politik sein, Vielfalt auch dahingehend zu gewährleisten, dass der Zugang zu Kultur und zu kulturellem Erbe, sei es in materieller oder immaterieller Form, so weit als möglich erleichtert und gefördert wird. Kultur darf nicht bloß ein Gut der Bildungseliten und jener sein, die es sich leisten können, sondern muss jedermann offen stehen. Und ich glaube, hier gibt es wirklich noch viel zu tun. Gerade in dieser Hinsicht ruhen große Erwartungen auch auf der neuen europäischen Kulturagenda, deren Veröffentlichung durch die Europäische Kommission in der kommenden Woche anstehen und der ich auch mit großer Spannung entgegenblicke und die nach erfolgter Verabschiedung durch die Mitgliedstaaten die Kulturpolitik der Mitgliedstaaten und der europäischen Politik hoffentlich maßgeblich prägen werden. Der Wert der Vielfalt wird gerade von Ihnen, geschätzte Mitglieder des Ausschusses der Regionen, hochgehalten, zumal Vielfalt durch die Regionen und Städte Europas ja so sinnbildlich auch leibhaft verkörpert wird. Von daher können Sie vielleicht meine pessimistische Einschätzung teilen, dass es um die Vielfalt in Europa bedauerlicherweise keineswegs zum Besten bestellt ist. Im Bereich der Kultur, aber auch weit darüber hinaus, scheinen mir politische Rhetorik und Realität teilweise doch noch weit auseinander zu klaffen. Allzu oft wird Vielfalt bewusst vernachlässigt oder gar unterdrückt, werden Minderheitenmeinungen und Äußerungen mit Füßen getreten, wird Demokratie als Diktatur der Mehrheit missverstanden oder findet Vielfalt ausschließlich dann Betonung, wenn es um die Ablehnung gemeinsamer Werte und von Gemeinschaft sowie das Aufrichten neuer Zäune, neuer Grenzen und neuer Barrieren geht. Bezeichnend ist, dass die lautesten Befürworter von Vielfalt auf europäischer Ebene dann oft auch jene sind, die in anderen, vor allem nationalen Kontexten, diesem Wert am wenigsten abgewinnen können. Um sich jedoch ernsthaft auf Vielfalt berufen zu dürfen, muss man Vielfalt immer und ohne Ausnahme ernst nehmen und zur Richtschnur des eigenen Handelns machen. Nicht nur dann, wenn es politisch opportun ist oder und Kultur für machtpolitische, nationalistische oder populistische Zwecke instrumentalisiert werden soll. Oft geht es hierbei um nicht weniger, als sich durch Verweis auf die eigene kulturelle Identität, Einzigartigkeit bzw. Überlegenheit dem kritischen Dialog zu entziehen oder gar demokratische Mechanismen und Rechtsstaatlichkeit bewusst auszuhebeln. Vor diesem Hintergrund geht es nicht zuletzt auch um eine Pflege unserer politischen Kultur, die ebenfalls eine Form von Kultur ist und gewiss nicht die unwichtigste. Gefragt ist hierbei ein fester Wertekanon, auf den sich eine von gegenseitigem Respekt und Kritikfähigkeit, aber auch Bereitschaft zu offener und ehrlicher Auseinandersetzung geprägte politische Kultur beziehen kann. Ein solcher Wertekanon steht der EU zweifellos zur Verfügung, namentlich in Gestalt der europäischen Verträge und insbesondere der Charta der Grundrechte der EU. Es gilt bloß, die dort niedergelegten Grundfreiheiten, Grundwerte und Grundrechte ernst zu nehmen und mit Leben zu erfüllen. Und gestatten Sie mir die Bemerkung, dass wir
zwar sehr häufig von der Europäischen Union auch als einer Wertegemeinschaft reden, wir leider aber im Moment immer häufiger erleben, dass Mitgliedstaaten sich diesen Werten zunehmend nicht mehr, an diese Werte zunehmend nicht mehr gebunden fühlen und das selbstverständlich Geglaubte, was wir in dieser Wertegemeinschaft haben, im Moment ein wenig brüchig zu werden scheint. Hier schließt sich dann aus meiner Sicht auch der Kreis und es wird deutlich, dass eine kulturelle und politisch-demokratisch fundierte Identität vollends komplementär sind und sich sogar gegenseitig bedürfen, soll das Projekt der Europäischen Identitätsstiftung am Ende von Erfolg gekrönt sein. Mein leidenschaftlicher Aufruf an Sie deshalb, lassen Sie uns gemeinsam und hart daran arbeiten, die EU vor allem anderen als demokratische Institutions- und Wertegemeinschaft voranzubringen, sodass Kultur in diesem Rahmen das volle positive Potenzial entfalten kann, das ihr innewohnt, zum Besten Europas und seiner Bürgerinnen und Bürger. Und lassen Sie mich abschließend sagen, gerade in diesem Zusammenhang kommt, glaube ich, den Regionen, den Städten und Gemeinden in Europa eine ganz besondere Verantwortung zu, weil es sind die Städten und Gemeinden, gerade auch in den grenznahen Gebieten, in denen Europa sozusagen und auch europäische Identität gleichsam von unten wachsen kann. Und wir haben doch auch heute schon genügend Instrumente in der Hand, wo wir Gemeinsamkeit über Kooperation, über Zusammenarbeit, gerade in den Grenzregionen fördern können und damit auch sowas im Kleinen wie eine europäische Identität schaffen. Ich glaube, wir müssen das ausbauen. Das gilt auch für die vielen Städtepartnerschaften, die bestehen, die sich nicht darin erschöpfen dürfen, dass sich einmal im Jahr die Bürgermeister oder Hauptverwaltungsbeamten miteinander treffen, sondern die dafür genutzt werden müssen, Menschen zusammenzubringen in der Europäischen Union, um hier auch sowas wie europäische Identität von unten heraus wachsen zu lassen. Und ich will auch noch mal sagen, die gesamte Palette, die wir auch als Europäische Union zur Verfügung stellen im Bereich von Fördermitteln, nicht nur im Bereich des Creative Europe-Programms, nicht nur im Bereich des Erasmus-Programms zur Mobilitätsförderung von jungen Menschen in der Europäischen Union, auch die Strukturfonds, das Interreg-Programm, der Europäische Sozialfonds müssen stärker genutzt werden, um hier kulturelle Identität zu fördern, kulturelle Projekte voranzubringen und vor allen Dingen auch in Nachhaltigkeit zu investieren, ganz in dem Sinne, wie es mein Vorredner eben ausgeführt hat. In diesem Sinne, glaube ich, sollten wir uns schleunigst an die Arbeit machen, um hier Positives nicht nur für die Europäische Union, die ist ja kein Selbstzweck, sondern für die Menschen in Europa zu erreichen. In diesem Sinne danke ich Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Aber ich möchte Sie auch noch aufmerksam machen auf eine Studie, die ich Ihnen dringend ans Herz legen möchte, die wir als Ausschuss in Auftrag gegeben haben, wo es nämlich genau um die Frage geht, wie können wir denn europäische kulturelle Identität, wie können wir durch Kultur europäische Identität stärken? Sie finden sie am Ausgang. Und das war jetzt der Werbeblock. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Sehr gut.